Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum Get Digital Unboxing. Jawohl, Get Digital. Einmal nerdiges und geekiges für euer Zuhause. Mal schauen, was diesmal drin ist. Bin gespannt. So, aufgeschnitten haben wir es. Wollen wir mal reinschauen. Was haben wir denn hier Schönes? Wir haben zuerst einmal ganz dezentes Verpackungsmaterial und ganz dezentes Verpackungsmaterial und ganz dezentes Verpackungsmaterial und wir haben ganz dezentes Verpackungsmaterial und das war's dann mit Verpackungsmaterial. Irgendwann, ich sag ja, irgendwann ist der Boden mal voll und dann bin ich einen Meter höher, ich sag euch das. So, was haben wir denn hier? Oh, ist der süß! Und der ist von Funko! Boah, das ist auch selten. Ein Funko-Produkt in der Get Digital Box. Ne? Kann ich jetzt mit meinem Fachwissen hier natürlich voll abräumen. Das ist ein Plüschi von Guardians of the Galaxy. Und er hat so Beine. Jawohl, viel mehr kann man auch nicht so sagen. Ja, er ist so ein bisschen in Funko-Pop-Optik, ne? Deswegen diese Knautsche-Augen hier. Ne? Diese schwarzen, leblosen, toten Punkte. Die haben es so ein bisschen freundlicher gestaltet mit diesen weißen Punkten, die halt im Prinzip die Spiegelung und die Reflexion von so einem Funko-Pop-Auge darstellen soll. Der ist weich und der ist süß. Also ich finde den echt süß. Ne? Wenn ihr jetzt noch so einen Topf habt, könnt ihr den auch in euren Topf reinstellen. Dann sieht er nochmal süßer aus. Ne? Mit Erde und so. Ich finde den süß. Gefällt mir gut. Guardians of the Galaxy. Funko. Geil. Der kommt in meine Plüschecke, würde ich mal behaupten. Würde ich mal vermuten. Vielleicht. Mal gucken. Könnte da landen. Mal schauen. Ja, ich habe eine Plüschecke. Ein erwachsener Mann, der eine Plüschecke hat. Ich darf das. Ihr dürft das auch. Lasst euch das nicht ausreden. Ne? Seid wer ihr seid. Das ist die Botschaft des Tages heute. Seid wer ihr seid. So, was haben wir hier noch? Wir haben hier großes Zeug drin und kleines Zeug. Jetzt haben wir erstmal ein T-Shirt. Das sieht aus, als könnte das ziemlich cool sein, das T-Shirt. Und wir haben das T-Shirt wieder mal in einer wunderschönen Tüte. Ne? Wie sage ich das? Bewahrt diese Tüten auf. Sie könnten euch irgendwann mal das Leben retten. Ne? Aber nicht über den Kopf ziehen, das ist nicht so geil. Was haben wir denn hier? Anatomie Park. Ah ja, okay. Wir haben ein T-Shirt. Das soll dann eine... Ne, das ist aus einer Parallelwelt, dieses T-Shirt. Das stammt aus der Welt, wo die Dinosaurier über die Erde herrschen, ja, und einen Park gemacht haben, wo Menschen, ne, dann frei rumlaufen, ne, und begutachtet werden können. Und dann geht natürlich alles schief, logisch. Ne? Wir wissen ja, jeder Park hat seine Schwierigkeiten am Anfang. Ne? So auch der Menschenpark, ne, der Anatomiepark. Und wahrscheinlich wird es dann so gewesen sein wie bei Jurassic Park, dass die Menschen dann angefangen haben. Ne, ist einfach nur ein Witz. Okay, alles klar. Dann ist das einfach nur ein Witz. Und oh, das ist so schön weich. Oh, ist das weich. Es ist weicher als der Plüsch. Ne? Mit viel Liebe in diese Tüte gepackt, würde ich mal behaupten. Deswegen ist das auch so weich und warm. Ist tatsächlich sehr warm, das T-Shirt. Kann man mal sehen. So, was haben wir hier noch drin? Wir haben hier... Boah, siehst du, wenn wir uns mal... Da ist noch eine Tüte mit vielen Sachen drin. Das muss ich mal eigentlich so... Ja, alles mal rauskippen. Ne? Auch diese Tüten immer gerne gesehen. Ne? Wenn die Tüte zum Highlight der Box wird, stimmt was nicht. Das ist hier zum Glück nicht der Fall. Hier sind tolle Sachen drin. Ich bin hier schon zweimal begeistert. Was ist das? The Emperor Protects. Könnte eventuell was zu Wolfenstein sein? Keine Ahnung. Ihr könnt das gar nicht sehen, oder? Ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall ein Pin und es ist ein Digital Pin, also so ein Hauseigner. Ne? Da ist der zweiköpfige Adler vorne drauf. Keine Ahnung. Wolfenstein? Ich weiß es nicht. Also bin ich jetzt tatsächlich überfragt. Ich habe keine Ahnung. Dann haben wir hier White Rabbit, koreanische, asiatische, irgendwas, Kaubonbons. Ne? Wie letztes Mal, da sage ich nämlich dann, hey, ich probiere die dann am Ende, keine Panik, und habe es dann doch nicht gemacht. So machen wir das heute auch. Ich lege die mal beiseite. Ja, so ist das. So, und dann haben wir Nerdpflaster. Nerdpflaster. Und ihr wisst, wenn ihr Pflaster öffnet, ne, dann muss man die auch benutzen, weil die haben dann auch eine Haltbarkeitsgeschichte, normalerweise. Ist bei Pflastern so. Die haben ein Haltbarkeitsdatum. Kleben dann vielleicht nicht mehr so gut oder keine Ahnung. Da sind ja normal keine Wirkstoffe drin, aber... Vielleicht sind sie dann nicht mehr steril, kann man sagen, so nach einem halben Jahr. Und wenn sie geöffnet sind, sind sie ja sowieso nicht mehr so ganz steril. Deswegen lasse ich die jetzt mal zu. Ich zeige euch aber, was da wohl so drin ist. Es sind 10 verschiedene Nerdpflaster. Und das Schöne ist, guck mal, die haben sie auf die Rückseite alle drauf gedruckt. Das heißt, ihr könnt auch sehen, was das ist. Ob es scharf wird, weiß ich nicht. Ich habe so schlechte Augen momentan. Ich kann gar nicht erkennen, ob das Bild, was ihr da jetzt seht, scharf ist, aber sollte. Das sind die Pflaster, die hier drin sind. Sehr süß, gefällt mir gut. Wir haben hier unter anderem Pflaster...
Das sind natürlich keine offiziell lizenzierten Sachen, ne, sondern halt dann steht hier Renew und dann siehst du hier so einen Arthas-Kopf, ne, oder du siehst hier Balsam Sablumble und da ist dann so ein Hut, das ist dann ein bisschen in Richtung Harry Potter alles. Das passt schon. Also das ist so ein bisschen basierend auf verschiedenen Spielen, aber eben nicht lizenziert, deswegen. Ne. Aber ein schönes Produkt, finde ich cool. Pflaster kann man auch immer mal gut im Haus haben, tatsächlich. Ne, es gibt ja durchaus das ein oder andere Mal, jetzt habe ich eine Melone aufgeschnitten und habe mir fast die Hand abgeschnitten bei der Melone. Ja, nee, stimmt nicht. Ich habe ganz leicht in den Finger gepiekst beim... Ja, aber das ist Männerverletzung, ihr kennt das. Ne? War ganz schlimm. Kann jetzt wochenlang nichts mehr anfangen mit der Hand. Dann haben wir hier Doctor Who Sticky Notes. Sticky Notes. Und zwar einmal ist das hier ein Cyberman auf der einen Seite. Ne? Und auf der anderen Seite... Exterminate, Exterminate, Exterminate. Exterminate. Dann haben wir hier die Daleks. Ja, Doctor Who. Immer wieder gern gesehen eigentlich. Bei manchen Leuten nicht so, aber ne, es gibt unheimlich viele Fans. Ich habe die Serie geguckt, ich fand die auch mega geil. Und ich freue mich tatsächlich auf den weiblichen Doktor. Da gibt es ja auch viele Kontroversen. Haben jetzt gesagt, weiblicher Doktor mit Dollard. Ja, die meisten Leute, die das sagen, sind tatsächlich die Mädels, die immer den David Tennant angeschmachtet haben. Die sagen, nee, wir wollen keinen weiblichen Doktor. Ich finde das schön. Ich fand auch Missy schon super. Ne? Missy ist ja der Master. Spoiler, oh. Aber ist ja... auf jeden Fall, Missy ist zum Beispiel ein Charakter, der passte mir super gut. Und ich glaube, das wird mit dem Doktor genauso funktionieren. Obwohl ich ein großer Fan von Capaldi war. Weil der hat den Doktor wieder so ein bisschen zurückgebracht zu dem, was der Doktor am Anfang war. Und... Wow. Wie passend. Wir haben eine DVD zu Doctor Who. Deep Breath. Zum Glück nicht Deep Throat. Ja, ich hab's wirklich gesagt. Schlagt es nach, wenn ihr nicht wisst, was soll es. Ach ja, es geht um Clara. Es geht um Peter Capaldi, logisch, der spielt den Doctor Who, den ich so gerne mag, ne? Und Jenna Coleman, die ich wunderhübsch finde übrigens. Und es ist ein... Wie lange ist das Ding? 76 Minuten, Feature Length. Das ist wahrscheinlich dann so eine Doppelfolge, zusammengefasst. Ne? Sehr cool. Finde ich gut. Auch sowas kann durchaus mal in diesen Lootboxen sein. So DVDs und so finde ich eigentlich ziemlich geil. Eigentlich finde ich das ziemlich geil. So. Finde ich eigentlich ziemlich geil. So, wir haben hier noch... Was haben wir denn hier noch? Ich will das große Teil noch nicht als erstes rausholen. Irgendwie soll hier irgendwas mit einem EAN-Code sein, den ich einscannen kann. Aber ich finde hier nichts. Keine Ahnung. Was wäre es denn gewesen? Hier sind ja überall EAN-Codes drauf. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es hieß mit dem Item im Zwischenboden. Gibt es hier noch was im Unterboden? Oh. Ah! Versteckte Items! Tralalala. Sehr geil. Jetzt kommen wir aber erstmal zu dem hier. Und das habe ich in letzter Zeit tatsächlich in der Get Digital Box schmerzlich vermisst. Jawohl. Ich bin ein Freund davon, wenn sie diese Magazine reinpacken. Einfach aus dem Grund... Weil ich kaufe mir die so nicht, weil ich finde die meistens zu teuer. Aber wenn die hier in dieser Box drin sind, ah, es wird schon wieder eine Wohnung frei. Habe ich den Witzling erst gestern gebracht? Hier werden viele Wohnungen frei momentan. Ich habe auf jeden Fall diese Magazine, die würde ich mir sonst so nicht kaufen. Und ich finde es aber total toll, da drin rumzustöbern. Ne? Mega gut. Und deswegen finde ich das ganz toll, dass hier immer sowas drin ist. Hier haben wir diesmal das Wissen 2018 Magazin. Ne? Mit viel mehr Wissen als noch beim Wissen 2017 Magazin. Ne? Und im Jahre 2016 wussten wir noch weniger. Deswegen ist hier immer Wissen drin. Ne? Hier geht es um kleine Kinder und Dromedare und Kamele und Erkältung scheinbar. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich werde es mir auf jeden Fall in stiller Stunde einmal durchlesen. Ja, so wie ihr alle wahrscheinlich auf dem Thron. Ja, dafür sind die ideal, diese Magazine. Ne? Nicht immer nur hier Daddle Daddle Du oder was, Candy Crush oder so. Ne? So, dann haben wir hier das Lootbook. Das lege ich mal beiseite. So, und jetzt habe ich hier eigentlich ein großes Item und noch eins, was da so drunter hängt. Da muss ich jetzt erstmal gucken, wie ich das mache, dass ihr das nicht seht. Und ich an das große Item drankomme, das da drunter hängt. Das finde ich nämlich mega geil. Das finde ich mega geil. Und ich meine mich erinnern zu können, dass Get Digital tatsächlich dieses Bild gepostet hat und gesagt hat, was sollen wir mit diesem Bild machen? Findet ihr das geil? Und ich habe drunter geschrieben,
ey, das müsst ihr als in Vinylgröße als Upprint irgendwie rausbringen. Und sie haben es tatsächlich sogar noch einen Schritt weiter gebracht. Sie haben es nicht einfach nur als Print in der Größe einer Vinylscheibe rausgebracht. Nein, sie haben es tatsächlich, ne, rausgebracht als komplette Hülle einer Vinylscheibe. Und ich liebe euch dafür, Get Digital. Erstens bin ich riesengroßer Iron Maiden-Fan. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Sache. Ich bin Iron Maiden-Fan seit Anbeginn der Zeiten. Ja, ne, damals noch, als wir den Anatomiepark gegründet haben, war ich schon dabei und hab Iron Maiden gehört. So, Ultra Maiden, The Space Marine. Hinten drauf sogar ein Text. Ne, den kann man wahrscheinlich vorlesen und dann hast du einen coolen Text. Und es ist natürlich Space Marine, kennt ihr? Ist ein Spiel. Ne? Space Marine. Und das haben sie hier mit so einem Iron Maiden Cover von The Trooper gekreuzt. Und ich finde es mega geil. Mega geil, sag ich euch. So, jetzt soll ich den EAN-Code scannen. Ich weiß aber gar nicht, ob ich das hinkriege. Rock Music is Heresy. Rockmusik ist Ketzerei. Jawohl, das sagt das aus. Stimme ich nicht zu. Ja, tatsächlich hat Heresy aber auch noch eine weitere Bedeutung, und zwar im Warhammer 40k-Universum. Ne, da geht es da irgendwie darum, dass Schattenkrieger oder Schattenjäger oder so, die hatten auch so eine Bezeichnung. Ja, also doppeldeutig, sehr gut gemacht. Ich feiere dieses Item über alle Maße. Ich weiß, das wird vielen von euch nicht so gehen. Ich bin überzeugt, dass es vielen von euch nicht so geht. Aber das ist mir egal. Ich liebe dieses Item. Danke Get Digital dafür. Das ist großartig. So, und jetzt kommen wir zu dem letzten Item, es sei denn, da ist noch mehr im Zwischenboden versteckt. Aber ich glaube nicht, nein. Das letzte Item des Tages ist offensichtlich eine Spardose. Das ist hier abgeklebt, damit das abgeklebt ist. Die ist auch voll nicht beweglich. Ne? Und es ist offensichtlich eine Spardose zu Deathstroke. Ich finde, die sieht verdammt gut aus. Muss man ja mal ehrlich sagen, hier steckt ihr das Geld rein, wenn ihr welches habt. Habt ihr welches? Steckt das mal da rein. Jetzt sofort. Bei mir hier. Kommt leider nicht an. Schade. Auf jeden Fall hat er hier sein Messerchen in der Hand. Das Schwert wirkt etwas kurz. Ich will nicht sagen, ne? Aber das Schwert wirkt ein bisschen kurz. Und ist auch so ein bisschen raus. So. Ich pack das jetzt nicht extra aus. Ach doch, komm, ich pack das aus. Was soll's. Messer. So, jetzt haben wir es. Wir haben Deathstroke mit seinem Kurzmesser. Aber ich glaube, der hat auch so ein kurzes Messer, ne? Das ist eher so ein bisschen kürzer normalerweise bei ihm. Der hat nicht so ein mega langes Schwert. Obwohl, wenn man hinguckt, sieht das länger aus, ne? Also das passt. Das ist eher ein Käsemesser oder ein Brotmesser. Ein Brotmesser wäre mit Zacken, aber ne, so ein ne, Deathstroke mit seinem Käsemesser, wie er kurz davor ist, sich ein schönes Wurstbrot zu schmieren. Mit Käse. Ne, die Dinger hier hinten sind flexibel, das ist sehr schön, dann brechen die nicht ab. Das hier ist auch flexibel, das ist auch sehr schön, dann bricht das nur hier unten ab, wenn es abbricht. Ansonsten ist das Ding sehr schön. Ich finde die Gestaltung echt gut. Also, dass das so ein bisschen weathered aussieht, ne, und abgenudelt. Schaut euch das mal an, wie abgenudelt das hier aussieht. Ne, das ist so ein bisschen... Hört ihr das? Dann habe ich Tag und Nacht hier, Tag und Nacht. Ich werde wahnsinnig, sag euch das. Na, die rufen auch immer nach Maria, Maria. So, ich lenke ab. Was soll ich sagen? Deathstroke aus dem DC-Universum. Ja. Wir haben Pflaster für 6 Euro. Wir haben ein T-Shirt für 17 Euro. Wir haben 16 Euro für den Plush. Wir haben Spardosen, da hätte es unterschiedliche gegeben. Ihr hättet unter anderem auch den Turtle kriegen können. Warum habe ich den Turtle nicht gekriegt? Was ist mit euch nicht in Ordnung? Den hätte ich super gefeiert, den Turtle, tatsächlich. Muss ich ja ehrlich zugeben, das gebe ich ehrlich und ernsthaft zu. Ich finde den toll, aber den Turtle hätte ich super abgefeiert. Ne, ihr hättet aber auch hier, ihr seht schon, ihr hättet auch noch Daredevil kriegen können und einen Predator. Und da bin ich jetzt mit dem Deathstroke schon sehr zufrieden. Aber der Turtle. So, dann haben wir hier 5 Euro für die DVD, das ist in Ordnung. 3 Euro für die Post-its. Das Magazin hat wie immer keinen Preis. Die Süßigkeiten haben ebenfalls keinen Preis. Der Emperor-Button kostet 1,45 und das Plattencover Ultra Maiden kostet 3,95 Euro. Und ich finde es großartig. Ich finde es einfach fantastisch. Get Digital, ihr habt damit eine Meisterleistung verbracht. Ich finde das ganz, ganz grandios. Ja, das war die Box. Sagt mir doch gerne mal, was ihr von dieser Box haltet. Ich fand sie, wie gesagt, ziemlich geil irgendwie.
Ja doch, mir gefällt hier vieles. Also doch, super. Geile Box, ne? Und schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr dann von dieser Box haltet. Finde ich schön. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da fürs Video. Und schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein, wenn ich euch wieder irgendwas zeigen kann. Ja. Das war's für heute. Auf Wiedersehen. Ich bin raus. Ich freue mich. Ich muss jetzt mit meinem Plüscheln gehen und meinen Vinylcover an die Wand hängen. Auf Wiedersehen. Tschüss.